Willkommen zurück in Himmelsrand. In meiner Version von Himmelsrand. Und ihr könnt sehen, wie der Nordjärv dort überlebt. Oder stirbt. Auch heute gibt es natürlich eine neue Mod. Aber es wird auch eine Mod ausgetauscht. Also eine bereits installierte Mod gegen eine Variante. Denn ich hatte ja schon ein paar Mal gehadert mit den recht düsteren Bergen. Das ist Majestic Mountains, The Dark Side. Und die gibt es auch in einer helleren Variante. Also der Standardvariante. Und ich habe mich jetzt entschlossen, die helle Variante, die Standardvariante zu installieren. Also kein weltbewegender Unterschied, aber heller. So, hier haben wir nochmal die dunkle Variante gesehen. Und jetzt Majestic Mountains in der Standardversion. Also dunkelgrau bis mittelgrau, aber nicht zu dunkel. Das gefällt mir besser. Ja, eindeutig. So, kommen wir nun zu der neuen Mod. Eine ergänzende Mod zu Majestic Mountains. Und die nennt sich Majestic Mountains Northside. Und da wird die Nordseite der Berge etwas anders dargestellt. Ich glaube, es hat mit dem Sonnenstand zu tun, weil die Sonne ja nie aus Norden kommt. Naja, ist glaube ich nicht so ganz lore-konform. Aber hilft doch dem Spieler bei der Orientierung. Und ganz so kleinlich wollen wir ja nicht sein. So, das ist die Nordside. In der Standardversion installiert. Hinten links sieht man allerdings sehr glatte Felsen am Hang. Das ist mir eine Spur zu glatt. Ich meine nicht schlimm. Aber ich werde mal die krümelige Variante installieren. Das heißt, ich installiere die Mod nochmal neu mit der Option Jacked. Ich glaube, das heißt brüchig. So, nochmal das gleiche mit Majestic Mountains Northside Jacked Version. Die krümelige Version, die brüchige Version. Man sieht es auch schon hier am Felsen. Krümeliger, brauer und auch da hinten. Ja, eindeutig natürlich, ja. Das gefällt mir. Ja, das Gesamtbild der Berge gefällt mir jetzt sehr gut. Es wirkt wirklich wie Norden, also Nordlandschaft. Und das möchte ich auch beibehalten. Also übertrieben. Ach, guck mal, ein Vögelchen. Ich möchte nicht, dass irgendwo anfangen, Palmen zu wachsen irgendwann. Nee. Übertrieben gesagt. Wer hat diesen Steinhaufen gebaut? Ja. That's it. Auch die vereisten Tannen. Gefällt mir echt gut. Das Gesamtbild. Wie gefällt es euch? Schreibt in die Kommentare. Moos, ja. Wobei diese Mods alle noch sehr, wie sagt man, unhardwarehungrig sind. Also ohne ENB und die meisten Texturen sind, ja. Nicht State of the Art, sondern eher defensiv. Also es gibt ja noch so High-Res-Texture-Pakete mit 8K-Texturen für jeden Schnickschnack. Das habe ich nie installiert. Natürlich werde ich das punktuell auch machen. Aber nur da, wo es ja, Sinn macht oder mir gefällt oder beides. So, aber jetzt geht es weiter mit der Story. Wir wollten nach
Wir wollten zum Hals der Welt nach Hoch. Wie heißt denn das? Rottgar? Hoch. Hock? Nee, nicht Hogwarts. Hoch-Rottgar, meine ich. Naja, bin mir nicht so ganz sicher. Da sollen wir auf jeden Fall hin zu den Graubärten. Also bleibt dran, es geht weiter. Und wir gehen weiter. Nach Osten. Lavendel, wie das duftet. Tundra-Baumwolle. Für einen neuen Pullover. Beeilung, Beeilung. Oben rechts sind die Mammutherren. Ja. Aus Atem. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon hin sollten, aber vielleicht auf dem Rückweg. Vielleicht sind wir da mächtig genug, zwei Riesen niederzuknüppeln. So, da ist dieses komische Brückenfort. Oh, da oben steht einer. Da werden wir auf jeden Fall vorbeischauen. Da gibt es auch, glaube ich, einen Questgegenstand zu holen. Aber erstmal wird ein wenig gegessen. Damit wir nicht vor Schwäche beim Kampf zusammenbrechen. Denn Hunger... Denn Hunger und Durst verringert ja wirklich die Stats. Also ich meine zum Beispiel Ausdauer. Weil wir spielen ja mit der Mod I need food. And water. Ich sehe mindestens zwei Wachen. Ich gehe mal Flammenzauber. Da bin ich schon ganz gut. Also Einhandschwert und Flammen bin ich zurzeit noch am besten. Beim Zweihänder geht mir oft noch die Puste aus. Da muss ich noch so ein wenig in Ausdauer investieren. Ist hier unten jemand? Scheinbar nicht. Okay. Gewitter? Was ist das denn? Ein Unwetter zieht auf. Gerade jetzt. Tränke. Wenn gleich am Anfang Heiltränke stehen, ist es gleich ein schlechtes Zeichen. Was ist denn das für ein komisches Wischiwaschi-Wetter? Ich mach mal ein bisschen die Schärfe raus. Also die Unschärfe raus. Also beziehungsweise die Tiefenschärfe. Und wo wir denn nochmal Blumen? Bei Light.
Bei Wetter? Irgendwo gab es auch Blumen. Ah. Bei Vivid Weathers gibt es einen Blumeffekt. Den habe ich auf hoch. Das ist vielleicht ein bisschen heftig. Also dann wird es auch ein bisschen unscharf. Ja, etwas besser. Ja, etwas besser ist es, aber ist natürlich auch nebelig. Von daher auch gewollt. Okay, besser. Ein Buch. Wer das wirklich lesen möchte, immer Pause drücken. Eine Truhe. Rolle Geißel der Untoten. Untote werden in Brand gesteckt. Ja, nicht schlecht. Aber ich denke mal, hier werden wir keine Untoten finden. Eher Banditen. Kommode? Ja, gut. Bergmann-Zeug. Brauchen wir jetzt gerade nicht. So, Vorsicht. Oh Mann, das Wetter. Ich höre nichts. Wo sind denn die? Hallo? Komm mal zu Hause. Ist hier jemand? Ah, wahrscheinlich da oben. Oder um die Ecke. Nee, keiner. Noch ein Heiltrank. Käse. Ja, ich denke, da oben ist jemand. Gehen wir doch mal nachschauen. Jede Menge Heiltränke. Da oben. Okay. Versuchen wir einen Schleichangriff. Das klappt. Versuchen es. Ah, fast runter. Und tschüss. Recht ungemütlich, möchte ich meinen. Da hinten ist noch jemand. Vom Wachturm. War weiter weg. Ist das aber eine Überraschung? Da ist noch jemand. Oh, sind wir entdeckt? Anscheinend. Na? Wo ist denn der? Komm doch. Es klang so nah. Vorsicht. Ah, da hinten. Vielleicht kriegen wir ihn ja auch mit einem Schleichangriff um die Ecke.
Überraschung. Na, kommt da rein? Ah, dieser Regen, ich höre nichts. Donner. Tja, man kann sich's nicht mehr aussuchen. Okay, warten wir, ob er reinkommt. Kommt oder geht der wieder? Ich weiß nicht. Ah, der sucht noch. Kann sein, dass er kommt. Wie bei Assassin's Creed so ein bisschen. Wenn die Wachen alarmiert sind, suchen sie auch. Obwohl ich glaube, ganz so schlau sind die hier nicht, die Wachen. Geht er, ich sehe es nicht. Ist weit weg. Ich höre nichts. Was für ein Donner. Er kommt. Okay, letzter Versuch. Wenn er dann nicht kommt, dann greifen wir an. Ich weiß nämlich nicht, wo der hergeht. Keine Sekunde verbringe ich mehr in diesem stinkenden Kerker. Dann sterbe ich doch lieber, als mich zu erinnern. Ja, genau, dann stinkt er. Ich bin einverstanden. So, jetzt könnte er weggehen. War es soweit schon? Was ist das denn, ein Wolf? Okay. Ah, komm! Ist das aber ein Überraschung? So, hätten wir. Lohnt noch mal später. Ich denke, der Rücken ist frei. Also einen haben wir auf jeden Fall noch im Turm. Ah, und Wölfe. Wir schleichen voran. Noch ein Heiltrank. Also wenn man hier Schaden bekommt, Heiltränke gibt es hier genug. Eine Spitzhacke habe ich schon. Ah, Wölfe, sie kommen. Und eine Erdsader. Wen bekämpfen die? Ich hoffe, die Banditen. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn die Wölfe mal einen Job machen. Irgendwas läuft da doch. Warte ich nur, wenn die angreifen. Ich muss auf alles gefasst sein. Ach, der hängt an der Treppe. Gott. Ja, die Wölfe können auch auf Türme. Das hatte ich schon festgestellt. Also es gibt auch Festungen, die von Wölfen oder Monstern infiltriert werden. Man muss mit allem rechnen. So. Skillbücher? Nee. Geschichten. Akamir bedeutet Drachenland. Tamriel bedeutet Schönheit der Morgendämmerung. Wusste ich auch noch nicht.
Ein Tanz im Feuer. Also es gibt jede Menge Background-Lore. Und deswegen bin ich auch gespannt auf... Und deswegen bin ich auch schon wahnsinnig gespannt auf Elder Scrolls 6. Ja, was in ein paar Jahren erscheint. Wahrscheinlich mit einer fantastischen Next-Gen-Grafik. Was natürlich nicht heißt, dass ein Spiel gut sein muss. Elfenohr. Pflanze und noch ein paar Bücher. Man kann also eine ganze Bibliothek füllen. Das Leben von Uriel Septim. Dem Kaiser. Okay, wir haben noch einen Banditen da oben. Ich denke, es wird Zeit, diese Festung zu säubern. Hoffentlich mit einem Schleichangriff. Ruhe. Ah, gemütlich. Richtiges Bettchen und Skillbuch. Schießkunst verbessert auf 22. Und abgelevelt. Das trifft sich gut. Könnte ich eigentlich gleich mal machen. Denn... Denn ich könnte erstmal noch die Ausdauer verbessern. Und meine Einhand-Kämpferfähigkeiten. Mehr Schaden. Bevor ich dann irgendwann die Zweihänder schwinge. So, was können wir denn hier? Gemetzel. Ach, bei Äxten, nee. Knochenbrecher. Streitkolben. Schwertmeister. 10% kritischer Schaden wird erhöht. Also die Wahrscheinlichkeit. 10%. Genommen. Sehr gut. Naja. Prozent mehr Crit-Chance ist natürlich nicht so viel. Was? Ich habe doch gar nicht geschlafen. Oder habe ich eine Stunde geschlafen? Naja. Oder was ist eine Standardmeldung? Auch wenn man nicht schläft. Egal. So. Kriegen wir ihn? Oder sie? Je nachdem. Entdeckt. Ah. Oh, sieht aber schwer gepanzert aus. Was war das? Frau. Egal. Hä?
Das war schon. Wir werden besser. Also in diesem Spiel herrscht auch Emanzipation. Auch Frauen sind hier Banditenanführer. Oh, nicht schlecht. Bessere Rüstung. Plus 6. Ein Stück Käse. Und ein Jagdbogen der Feigheit. Hat sich gelohnt. Okay, ich denke mal. Ich werde mal so ein bisschen looten gehen. Und hier ausruhen. Es geht ja gegen Abend. Ich möchte nicht mitten in der Nacht hier durch die Landschaft wandern. Ich würde ganz gerne bei den Graubärten so am helllichten Tag ankommen, deswegen. Ah, das Familienschwert. Das war mit einer Quest verbunden. Amrens Familienschwert. Da muss ich nochmal... Orkisches Schwert. Ring der gierigen, flinken Finger. Taschendieb. Das Schwert ist auch gut. Mit der Quest, das war glaube ich ein in Weißlauf, die man am Anfang dort bekommt. Da schaue ich mal eben. Wie hießen die? War keine wichtige. Nesselfluch war was anderes. Finde Amrens Familienschwert in Festung Waldheim. Okay, wir haben's. Alles klar. Das machen wir auf dem Rückweg. Wir genießen noch einen Weg die Aussicht. Wasserfall. Eine Blutlache. Und wir müssen auf den höchsten Berg. Da. Hochrotgar. Zu den Graubärten. Wie kommen wir denn da rauf? Kann ich endlich mal gucken. Da sind wir. Ein bisschen diesig. Da. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen um den Berg rum. Ach, da waren wir schon. Genau, Lager der Sturmmäntel. Da sind wir. Da geht der Weg. Am Fluss entlang. Wo geht's rauf? Mhm.
da. Okay, dann müssen wir ein ganzes Stück rennen. Ziemliches Stück. Ja, dann muss ich auf jeden Fall hier übernachten. Der Weg dauert. Ja, man kann wahrscheinlich auch direkt den Berg hoch da. Ja, ist wahrscheinlich so ein Schleichpfad. Werde ich mal probieren. Aber wir müssen erstmal hier zu dem See. Da werde ich mal eine Markierung setzen. Dort. Und dann werde ich mal gucken, ob ich da hochkomme direkt. Dann brauche ich nicht ganz rum. Kreuzung und dann rauf. Ja, könnte klappen. Der höchste Punkt. Achso, das ist hinterm Bergflusswald. Wir wissen, wo es lang geht. Aber ich werde hier übernachten. Und looten. Auf jeden Fall ist das Panzerhemd eine Verbesserung. Dann würde ich sagen, bleibt dran. Seid dabei, wenn wir den Berg hinaufsteigen zu den Graubärten. Tja, dann danke fürs Zusehen und ciao, der Argonaut.